Guten Tag, hier spricht euer Peter Gaming und wir sagen mal wieder guten Tag und spielen heute wieder FIFA 17 neu. So, dann haben wir wieder ein bisschen Geld gekriegt und neue Termine wurden umgesetzt. Okay, das ist auch nicht schlecht. Heute werden wir gegen Nürnberg spielen. Ich denke, ich werde ein paar Spieler auswechseln. Ich werde ihn alle wechseln, aber so vielleicht... Ich werde vermutlich... Oh, Alonso müssen wir rausnehmen. Alonso werde ich raus... Und Sanchez werde ich heute raus. Die zwei werde ich warten. Müller, ach, und ich jetzt sage, Lahm geht, Boateng ist auch schon angeschlagen. Aber Müller und Lewandowski lasse ich noch im Team. Lasse ich noch im Team, wie am besten, glaube ich. Aber ich will das Mittelfeld ein bisschen mal auf, ein bisschen ruhig spielen. Dass wir mal auch mal die defensive ruhige Spieler haben. Und in der zweiten Halbzeit kann ich ja dann immer noch Lewandowski oder Rushmore dann für ihn reinnehmen. Und so, das passt ja dann. Aber wir schauen einfach, wie es gegen Nürnberg abgeht in dem bayerisch-fränkischen Spitzenduell, Leute. Ist halt für die Nürnberger ein Erzrival, so Franken, Bayern sozusagen. Sind ja eigentlich alle ein bayerisches Team, aber die Franken sind halt was anderes wie Münchner, finde ich, oder Leute? Ja. So Leute, heute schönen Sieg gegen Nürnberg, das wäre natürlich der Traum. Und dann können wir uns wirklich... Alle, wir sind das beste Team gegen das schlechteste Team, die wenigste Tore, alter Schwede. Das wird jetzt ein problematisch, denke ich. Das ist eines der schlechtesten Teams gegen... Die Tormaschine FC Bayern. Ah, mein Müller wollte richtig durchstarten mit Lewandowski, aber leider war halt Nürnberger Bein dann dran. Und, oh nein, jetzt schon wieder Joshua Kimmich, denn, ah Mann, das wäre natürlich blöd, schon wieder, ich muss ihn aber jetzt langsam wieder aufbauen, Leute. Ah, Müller, ah, Müller war gut, das war eine gute Torchance, Müller. Ah, Thielemann, naja. Und Lewandowski. Oder Müller oder was? Ah ne, unser Torjäger Lewandowski macht wieder ein Tor. Alter Schwede, das war jetzt wichtig. Das war jetzt ein wichtiges Tor, Leute. Das hier. Ne? So, 1-0 hier in Bayern, alle im Derby. Sieht schön gut aus. Ah, Mann. Jetzt müssen wir aufpassen, oder? Boateng. Gut abgefangen, Boateng. Oh Mann, ein bisschen zu spät gepasst. Ah.
und 2-0 von David Alaba. Und somit ist Bayern hier gut vorbereitet und spielt ein schönes Spiel heute. Alter, schön durch die Hosenträger. Oh Mann, der kann jetzt was erleben, der Nürnberger Verteidiger. Der wird jetzt was erleben. Und die Fans jubeln heute wieder Bayern für 2-0 und es sieht gut aus. Und dann kann ich vermutlich auch Ende, wenn es so weitergeht, in der zweiten Halbzeit ein paar Spieler rausnehmen mal wieder. Die halt ein bisschen müde sind, wie es aussieht. Wieder Glück, Bayern. Glück, Bayern München. Außennetz. Alter, der könnte seinen Fehler, hätte fast wieder außen. So, Leute, jetzt ruhig weiterspielen, Alter. Ach, Mann, das nervt langsam. Rummer. Aufbauen. Ruhig weiterspiele, Leute. Ah, Mann, das ist sehr schwer. Ah, Mann, Müller war ein bisschen, kam halt nicht rechtzeitig hin. Aber macht nichts, wir führen ja 2-0, das ist ja wichtig. Alle, die Abwehr macht heute ein bisschen viel Probleme. Aber aufs Nummer sicher, wie immer, auf Nummer sicher ist immer wichtiger. So, Mats Hummels rettet Bayern hier. Alter, die Bayern werden jetzt mit Dauerfeuer angegriffen. Oh, Nürnberg will das Spiel jetzt. Nürnberg will jetzt hier das aus dem Anschlusstreffer machen. Man merkt extrem, wie sie den Ausgleich haben wollen. Aber man merkt, sie lassen sich jetzt ein bisschen mehr ruhen. Die müssen nicht mehr hetzen so stark. Ah, guck, so muss man einfach ruhig weiterspielen. Und, Eckball, Einwurf. Ah, fast Einwurf. Oh, doch. Oh, haben wir doch Einwurf gekriegt. Und das dritte Tor für Bayern München. Es läuft zurzeit bei München heute. Und jetzt machen wir, das Spiel läuft jetzt heute. Wir machen jetzt nämlich so die harten Sprints, will ich jetzt in der letzten Zeit in der Rückrunde doch
wo es richtig spannend wird, nicht immer benutze, weil Sprints verbrauchen halt viel Energie, Leute. Und die Energie, die brauchen wir woanders, Leute. Für Abwehrbollwerke zu halten. Oder ruhig das Spiel wieder von hinten aufbaue. Abseits, abseits, oh Mann. Oh Mann, eine Sekunde zu spät gepasst. Oh Mann, das nervt mich jetzt, Alter. Oh Mann, nein. Sonst wäre hier das Spiel entschieden, Leute. Oh meine Güte. Ah, jetzt hopp, Schiedsrichter pfeift nur ab, endlich nur. So Leute, aber ich denke jetzt in der zweiten Halbzeit tun wir ein paar Spieler rausnehmen, würde ich fast sagen. Weil die brauchen wir nicht alle, dass man sich nur Müll. Lewandowski wird rausgenommen, Müller wird rausgenommen. Dafür natürlich Kimmich und so, dass wir jetzt ein paar Spieler rausnehmen. 3-0 ist halt schon ein gutes Ergebnis. Ein Ergebnis, wo wir schon mal ein paar Spieler auswechseln können und Ruhe ins Spiel bringen können wieder. Und einfach wieder mal, dass man ein paar Spieler mal ein bisschen ausschnaufen lassen können. Weil das nächste Spiel gegen Liverpool wird dann schon ein schweres Spiel. Gegen Liverpool. Im Viertelfinale, ja. Oh, mal gucken, ob mal wieder auswärts starten. Das wäre halt ein Traum, wieder auswärts zu spielen. Das wäre natürlich ein Traum, wenn es wirklich funktionieren würde. Aber wir schauen einfach mal, was passiert. Ne? Oh, am 1. April spielen wir gegen Dortmund. DFB-Pokal ist ja auch schon bald wieder, Leute. Gegen Hamburg. Und daher machen wir eine gute Chance, Leute, finde ich. Gegen Hamburg ins Finale zu kommen, da haben wir auch gute Chancen, finde ich. Ins DFB-Pokalfinale zu kommen.
Aber merkst, Bein lasst jetzt sich ein bisschen, spielt jetzt ein bisschen ruhiger. 3-0 ist ja schon ein Ergebnis, wo man sich ein bisschen ausruhen kann. Ah, Rushmore, ah, nein! Rushmore ist wie, oh, hoffentlich. Ah, es geht Rushmore, oh Mann, nein. Das wäre jetzt heftig, wenn wirklich Rushmore ausfallen würde. Ja, aber wie es aussieht, stimmt doch nicht der Bug, den ich mal eben rausgelesen habe, dass man drei Wechsel hat und dann sich keiner mehr verletzt. Das geht doch, das stimmt doch nicht so richtig. Schade, aber naja. 3-0. Doch, guck Leute, es ist, er ist verletzt, Leute, rasch mal. Rasch vor. Rashford ist verletzt, Leute. Ah, jetzt sind wir ein bisschen zu leichtsinnig. Ein bisschen zu leichtsinnig. Und wir verlieren zu schnell die Bälle wieder. Zu schnell. Oh Mann, was läuft? Was läuft zurzeit falsch beim FC Bayern? So, Bayern für 3-0. Hartes Spiel unter Kontrolle, aber halt. Nürnberg spielt halt immer mehr nach vorne. Sie wollen halt das Spiel auch gut abschließen. Aber Bayern weiß natürlich, sie sind jetzt. Wow. 3-0 ist halt ein Ergebnis, wo man sich schon ausruhen kann. Weil die Saison ist ja noch lang, Leute. So, dann werde ich auf ein bisschen auf Defensive umstellen. Und nee, ich bleib auf ausgeglichen, denke ich. So, und die Fans vom FC Bayern, die jubeln schon. Die wissen, heute ist ein nächstes Ziel. Ah, da wollte ich, so wollte ich schön einen Schuss machen, aber. Elfmeter. Alter Schwede, glatt rot. Alter Schwede, das war aber eine Notbremse. Ja. Weil sozusagen, das war eine Torschance gewesen. Ah, Mann. Wie Arturo Vidal.
Was war das, Arturo? Aber es war irgendwie ansehbar, dass er auch in dieser auf die Seite schießt. Aber eigentlich ist es auch nicht schlimm, dass wir jetzt einen Elfmeter daneben machen, das 4-0 machen. Weil 3-0 reicht mal, Leute. Das Spiel haben wir gewonnen gegen Nürnberg. Will jetzt kein Gegentor kassieren. Das ist jetzt mein einziges Ziel, was ich jetzt noch machen will. So, 3 Minuten werden nachgespielt. Und dann haben wir den nächsten Sieg, Leute, in der Bundesliga. Und wir können weiter auf die deutsche Meisterschaft weiter hoffen. Schöner Sieg für den FC Bayern München. Das war natürlich traumhaft, finde ich, zu gewinnen, Leute. Schön wieder 3 Punkte für die Bundesliga. Jetzt schauen wir mal, was jetzt noch passiert, weil ich glaube, ich habe jetzt noch ein paar Nationalmannschaftsspiele. Haben wir noch, glaube ich, noch 2 Testspiele, glaube ich. Die werde ich, glaube ich, jetzt noch in dieser Folge noch nein machen. Bevor ich sozusagen Ding mache, werde ich erst die Trainingseinheiten wieder einsetzen. So werde ich die Trainingseinheiten wieder machen. Dann werde ich noch die Zwischenspiele noch machen, würde ich fast sagen, Leute. Monatliche Updates. Ja, das ist halt das Problem mit den nicht. Manche Spieler will ich manchmal holen, manche sind halt nicht ganz so gut. So, jetzt spielen wir noch ein paar Testspiele, würde ich fast sagen. Die simuliere ich aber nur, Leute. Die Testspiele, die wir so haben, die simuliere ich wie immer. Oh, Uruguay gewinnt. Neuer hat sein Gegentor kassiert. Aber die Testspiele sind mir eh nicht so wichtig, Leute. Wir sind zur Weltmeisterschaft dürfen wir spielen. Oh, Kimmich macht's so, das war wichtig. Weil Kimmich will ich ja wieder aufbauen für die Nationalmannschaft. Und Kimmich fehlt. Faul, aber macht nichts, Leute. Es war ein schönes 1 zu 1. Jetzt tun wir, glaube ich, noch ein Testspiel ist es, glaube ich, noch. Das simuliere ich jetzt noch, Leute. Und dann sind wir immer wieder fertig für die internationale Spiele, finde ich. So, mal gucken, wie das Spiel geht. Niemals. Nein, niemals. Spielt heute nicht, okay. Brand, das war wichtig, schöner Brandtor. Ja. 2-0 gegen Brasilien, schönes Ergebnis. Schönes Ergebnis für Deutschland. Schönes Ergebnis, das ist wichtig. Ein Sieg, ein Unentschieden. Was will man mehr als Nationaltrainer? So, Leute, jetzt spielen. Tun wir wieder vorspulen, wie immer, weil jetzt gibt's. Hä? Warum will mich. Warum will. Hä? Ich bleib weiter Nationaltrainer, glaube ich, Leute. Ich bleib weiter Nationaltrainer.
Oh nee, Arturo Vidal fällt zwei Tage aber nur aus, also ist ja nicht viel. 2 Tage, das ist ja eigentlich gar nicht, Leute. Zwei. So, jetzt tun wir noch ein bisschen die Pressekonferenzen machen, würde ich sagen, Leute. Da tun wir die beiden natürlich wieder motivieren. Okay, ich könnte mal vorstellen, dass wir jetzt sozusagen, da müssen wir jetzt noch ein bisschen Entscheidungen machen. Aber Leute, bevor wir jetzt das nächste Spiel spielen, sagt euer Peter Gaming wieder Tschüss, bis dann und PG, bis dann.